Ja, Mahlzeit. Wunderschönen guten Tag. Wir spielen heute The Ultimate Doom. Das ist Doom 1 und das ist Doom 1 von irgendwo Mitte der 90er. Ja, richtig. Saualtes Spiel in der Ultimate-Version. Das ist schon mal gut. Also ich habe mir eine Mausunterstützung angehext und so weiter. Also es ist ein bisschen im 21. Jahrhundert angekommen. Aber immer noch Doom. Unverkennbar Doom. Und warum spiele ich Doom? Ja, es hat natürlich einen Grund. 93, da unten sehen wir es, also uiuiui, 23 Jahre alt. Wir spielen Doom, weil John Romero einen neuen Level für Doom 1 gebastelt hat. Jetzt John Romero, kurz nochmal zum in Erinnerung rufen. John Romero ist einer der Gründungsmitglieder von id Software und hat damit Wolfenstein zum Beispiel gebaut und Doom 1 und Quake 1 und so weiter. Ist irgendwann rausgeflogen bzw. selber gegangen oder gegangen worden, man weiß es nicht so ganz genau, irgendwann in der Entwicklung von Quake 1 und hat dann, glaube ich, irgendwie, ich meine, im Anschluss danach versprochen, Daikatana zu machen und ein super, unglaublich krass, tolles Spiel hätte es sein sollen, kam nie. Daikatana-Effekt. Nun ja, jetzt möchte John Romero ein neues First-Person-Shooter-Spiel bauen. Ja, hat er vor. Daikatana-mäßig sind wir da mal vorsichtig. Was er aber schon gemacht hat, er hat halt einen Level für Doom 1 gebaut. Und zwar den Level 8 in der Episode 1. Das ist der einzige Level, den er an Episode 1 damals nicht selber gebaut hat. Alle anderen hat John Romero designt, nur Level 8 nicht. Und jetzt hat er sich gedacht, meine Güte, machen wir das mal, nehmen wir das als Anlass, dafür nochmal ein Level zu basteln und dann basteln wir den, den ich eh nicht gemacht habe, um die Episode zu komplettieren. Und warum alles? Ja, weil er sich so irgendwie damit in seine Gamer-Schaffens-Dasein irgendwie eingrooven möchte. So, dafür hat er in 2 Wochen einen neuen Level gebaut, den man sich downloaden kann. Den Link machen wir in die Description, falls ihr da auch Bock drauf habt. Ihr braucht gar nicht viel, ihr braucht einen Doom. Es reicht auch die Shareware-Version, die auf jeden Fall irgendwie noch zu kriegen sein sollte. Und eigentlich braucht ihr nicht mehr das ganze Spiel, sondern nur die Doom 1 WAD-Datei da draus. Und ansonsten kann man sich ein Z-Doom runterladen. Das habe ich nämlich gemacht in der Ultimate-Doom-Version. Da gibt es ganz viele tolle Sachen, um das Ganze auch im Jahr 2016 noch spielen zu können. Und das machen wir jetzt nämlich auch mal, würde ich sagen. Zack, na, jetzt aber. So, nehmen wir ein New Game, in Knee Deep in the Dead ist die Episode 1 und ich würde gerne Hurt Me Plenty spielen. Schon mal ausprobiert, hey, Not Too Rough ist ein bisschen lame, Hurt Me Plenty ist aber anspruchsvoll genug, den Rest, den traue ich mir einfach nicht zu. So, und dann spielen wir das. Wir müssen natürlich noch, das ist Level 1 Episode 1, kennt ihr natürlich als Doom Cracks, die ihr alle seid. Jetzt warpen wir uns mal in den richtigen Level mit einem der beliebten Cheat Codes, die alle mit ID anfangen. Der ist IDCLEF18. So, und da wären wir dann auch schon. Tech Gone Bad heißt der Level. John Romeros neuestes Baby, sag ich mal. Und ich fange mal an zu schießen. Schießen, darum geht's ja nicht. Und dann kommen nämlich auch schon Freunde. Sobald man hier loslegt, gibt's Freunde. So. Hier müsste gleich auch noch so ein Pinky Demon. Also ich habe es nicht zum ersten Mal gespielt. Na, ist jetzt nicht Premiere. Ich kenne schon so ein bisschen was. Da ist der Pinky Demon, von dem ich erzählt habe. Das heißt, also ich werde nicht ganz planlos durch diesen Level steuern. Aber fast. Weil geschlagen und durchbekommen habe ich den Level nämlich noch nicht. Muss ich mal so vorweg sagen. Der ist nämlich echt nicht so einfach, wie ihr vielleicht auch sehen mögt. Alter, was geht ab? Was mir auf jeden Fall schon mal auffällt, ist, dass einem ständig im Rücken irgendwelche Viecher spawnen. Alter, das ist health-mäßig echt. Ja, also man kann echt schnell sterben. Wow! Shit, oh Mann. Das ist durchaus stressig. So, 27 Health, ne? Egal, aber noch einen neuen Schuss. Werden wir irgendwie to good use putten. Aha. Feinstes Denglisch hier am Start.
Den brauche ich auch schon wieder. Verdammte Scheiße, das läuft schon wieder richtig gut hier. Aber so richtig. Mist, das war dumm, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Na gut, dann machen wir das. Gehen wir hier runter. Ich kenne, es gibt 10 Secrets. Ich kenne nur so ein paar. Das hier ist auf jeden Fall eins. Da will ich gar nicht hin. Ich brauche als allererstes, so weit weiß ich es noch, nämlich erstmal... Oh, fick! Wo kommst du denn her? Das nervt halt hart, ne? Immer im Rücken stehen irgendwelche Puzzlelappen. So, Keycard habe ich gesagt. Eine Keycard brauchen wir. Shit. Jetzt komme ich hier nicht anders hoch als hier. Das war wieder total unschlau von mir. Na egal. Geht. geht. Haben wir doch überlebt. 95 Health. Nice. So, und hier kennen wir uns ja wieder aus. Nehmen wir den Armor mit. Und dann trauen wir uns nochmal hier raus. Aber hier ist ja quasi schon alles tot, ne? Fast quasi. So, jetzt aber. Da brauchen wir aber noch nicht hin. Wir müssen erstmal... Hier ist übrigens ein Secret, wenn mir einer verraten könnte, wie ich da hinkomme. Großartig wäre das. Schweset nämlich nicht. Oh, warte mal, hier ist nämlich auch noch ein Secret. Da gehen wir mal erstmal rein. Ganz so secret ist es nämlich dann doch nicht. So, und dann gucken wir mal. Blaue Keycard brauchen wir hierfür. Und dann gibt es hier diese schönen Brücken. Brücken, naja. Man kann auf jeden Fall drüber laufen. Und wenn man ganz, also, ne, der Doom-Guy, der ist schon so ziemlich schnell. Man kann ihn noch schneller machen. Richtig geil. Und das braucht man nämlich auch, um hier rüber zu kommen. Wuhu. Alter. So. Und was machen wir hier? Erstmal Tür auf, natürlich. Tür auf. Und ordentlich Monsters schnetzeln. Shit. Es gibt nämlich Monsters wohl genug. Alter. Also Imps sterben ja meistens bei einem Shotgun-Schuss. Aber manchmal brauchen sie auch zwei. Ne? Die Health Package nehme ich mal noch nicht mit. Können wir besser gleich machen, sonst ist das hier wahrscheinlich wieder krasse Verschwendung. Nice. Two in one. Komm ich wieder hoch. Komm ich wieder hoch. Thank you very much. Guck mal, wer ist denn da? Und betätigen wir diesen Knopf, fahren so eine Brücke hoch und sind damit in der Lage, Keycard gelb zu holen. Das heißt, wir haben schon mal zwei von, ich befürchte, drei Keycards in diesem Level quasi abgegrast. Das ist gut. Ich nehme jetzt einfach mal das Health Package mit, obwohl das vielleicht ein bisschen verschwendet ist, aber egal, müssen wir durch. So, so einfach geht das. Hier Keycard, hier Munition auch voll, ey. Jetzt ist aber. Jetzt geht's aber los hier. Schwuppdiwupp. Alter, ich bin nur ganz kurz reingetrippt. So. Hier können wir Keycard gelb verwenden. Da übrigens irgendwie Keycard rot, aber die haben wir ja noch nicht. Müssen wir erstmal gucken, was hier so geht. Und es geht hier natürlich wieder Monsters. Oh shit. Ja, das war was, was natürlich nicht hätte passieren sollen. Jetzt sterben wir wieder. Richtig krass. Super gut. Ah, 40 Health gekostet, ne? Ach, wer schießt denn? Arschkeks. Also hier sind auch wieder richtig schön viele Monsters. Richtig schön viel. Ich muss ja sagen, mir macht der Level halbwegs Spaß. Herr Romero, my compliments. So richtig kacke war das gar nicht. Sind wir mal gespannt, was er da noch so draus basteln möchte. Und noch viel gespannter sind wir, wie weit wir denn hier kommen.
Tatsächlich muss ich nämlich eingestehen, richtig weit bin ich in diesem Level noch nicht. Ja doch, also bis zur roten Keycard habe ich es geschafft. Aber auch nur mit Glück und danach wird es echt fies. So, jetzt fährt Ditte hier runter. Alles. Katschum. Töten wir mal. As many monsters as there will be. Hier sind schon wieder auch Kollegen. Immer im Rücken, ne? Spawnt er jedes Mal hin. Finde ich immer nur so semi-klasse. Oh, guck mal. Komm, komm, komm. Super. Habe ich gesagt schon, dass ich diese Shotgun ganz cool finde. Die liegt mir wohl. Ui. So, und was mir nicht liegt, ist im Dunkeln. Im Dunkeln zu munkeln. Hier fällt man nicht. Hier fällt man nicht. Geht nicht ab. Aha, hier ist alles aufgegangen. It's a secret. It's a secret. Oh, it's a secret and it has a berserker kit. Okay, na gut, wir sind berserkt. War hier nicht irgendwo noch so ein Anzug? Hier, zack. Ja, da. So, gucken wir mal, was wir so als Berserker hinkriegen. Zutsch. Das war so semi-gut. Das war alles nur so semi. Wo bringt uns das hin? Ne, wir gehen erstmal hier noch ein bisschen sammeln. Was nicht ganz so verkehrt wäre unter Umständen. Ich bin so ein bisschen stressig, weil natürlich mein Anzug nicht so lange hält. Wo fahren wir uns denn hier? Ach, hier fahren wir uns wieder zum Anfang. Hilft uns das? Hilft uns das? Nee. Tut es nicht. Tut es nicht. Tut es nicht. Hier ist dunkel. Kabaus. Sonst noch jemand? Ach so, ah. Hier geht's runter und dann unten böse Menschen. Oh. Und hier oben dann natürlich auch. Wie ich sagte, immer. Immer hinter einem, ne? Hier geht mir mal was Richtiges. What the fuck? Alter, hier kannst du keine 2 Sekunden stehen bleiben. Ohne irgendwie von irgendeinem Nasentrottel direkt getötet zu werden. Was ist denn hier? Armor. Ich brauche Health, Jungs. Ich brauche Health. Fuck, ist das dunkel hier? Ne, ist wieder hell, hier wollen wir aber auch nicht hin. Alter! Meine Güte. Ist denn jetzt gut? Okay, das ist noch nicht auf. Ich verstehe übrigens die Trigger hier alle nicht, muss ich ja mal sagen. Hier ist so einer. Gibt's hier noch was zu sammeln? Ich sehe auch echt null. Komm, das macht überhaupt keinen Sinn. War das hoch? Wie ich da an die Ammo komme, weiß ich nicht. Ob das nur so eine Fake-Ammo ist, damit man da reinfällt? Ich glaube. So, und jetzt hoffe ich, dass das hier auf. Ja, super. Läuft doch. Und hinter uns ist doch immer irgendwas gewesen. Ich habe es doch gehört, gesehen. Da. Zack. Na, noch jemand? Knörpel, Knörpel, Knörpel. Ich glaube, das sind die Imps. Warte mal. Hier ist jetzt komischerweise noch irgendwann so ein Schalter angegangen. Hab natürlich nicht mitgekriegt. Nee, den nehmen wir uns nicht mit. Das lohnt sich nicht. Die Invulnerability. Brauchen wir die für irgendwas? Naja. Kriegen wir auch mit 20 Hells gebacken. Knoppe, Knoppe, Knoppe. Da war er. Oh. Da ist so ein Pinky Demon unsichtbar gewesen. Do not shoot me. So, because I want to shoot you.
Ach, Kinas, ist das alles aufregend. Nee, keiner da, gut. Ah, wer bist du denn? Das finde ich ja nicht gut. Also ich finde, es läuft. Jetzt machen wir mal hier den Super Speed Move. Und sind dann hier. Hier können wir uns... bringt nichts. Miau, miau, miau. Da wollen wir hin. Ja, das ist was Gutes. Hier machen wir einen Knopf an, da geht eine Brücke hoch. Und hier an dieser Stelle bekommen wir schon Keykarte Nummer Rot. Was ich ja unglaublich spektakulär finde. Was ist denn jetzt da wieder schon? Irgendwas hat sich bewegt. Unglaublich spektakulär finde, wollte ich sagen. Brauchen wir diesen Anzug? Ich will ihn jetzt ja nicht verschwenden. Doch, den können wir gebrauchen. Macht Sinn. Hier ist aber auch nichts mehr. Was hat sich denn hier bewegt? Eine Tür. Secret. Nice. Gut. Gehen wir mal. Und zwar... Und zwar... Oh, hier ist ein Raketen. Rocket Launcher. War nicht Doom auch das Spiel, in dem man Rocket Jumps machen kann? Lassen wir. Dann sind wir nämlich directly tot. Und das wollen wir ja nicht. So, wir haben rote Keycard. Wie komme ich denn hier noch ran? Das wäre doch nochmal ganz nice zu wissen. Mal hier hoch. Schwuppdiwupp. Ah. Kettensäge. Man, man. Nicht, dass ich die verwenden wollen würde. Weil wenn ich die verwende, sterbe ich ja eh. Wir... versuchen. Ah ja, genau. Guck mal, jetzt gehen wir in der Zeit, in der wir noch was von diesem Schutzanzug haben. Hier rüber. Zack. Das war da gutes Timing. Und jetzt sind wir bei der roten Tür. Machen wir die einfach mal auf. Und schauen, was da so hinter ist. Natürlich Monster. Was denn sonst? Darum geht's ja auch bei Doom. Oh, in Duke war der jetzt... Oh, ah, geil. Duke hätte gesagt Squish, aber zermatscht worden ist er auch. Da gesehen, die Tür hat die Leiche zermatscht. Nice. Die haben schon 93, echt, die haben sich Gedanken gemacht über echt lustige Sachen. Gerade letztens noch so ein Romero-Interview gesehen, der ist sich schon selbst am Beweihräuchern für das, was er gemacht und geschafft hat. Aber da hat er auch nicht immer nur Unrecht, weil Doom hat schon eine Menge richtig gemacht und eine Menge richtig gemacht, was es damals so nicht gab. Das muss man sagen. Pionier und so. Oh shit. Ah, komm. Das ist doch echt zum Heulen. Kapuzki. Ah, Leute. Immer mit der Shotgun direkt ins Gesicht. Zack, zack, zack. Oh, Alter, ey, hier sollst du dich mal auskennen. Da sieht alles aus, als könnte da irgendwo ein Secret hinter sein. Oh, fuck. Schieß nicht, bitte, danke. Ach komm, ja, da oben oder was? Triffst mich eh nicht. Oh, oh, oh. Alter. So, hier ist ein Schalter. Was macht der noch? Irgendwas gemacht. Und zwar irgendwo, wo ich jetzt gerade nicht bin. Wow, wow. Oh, fuck, geh weg. Lass mich doch in Ruhe. Oh, nein. Oh, echt, ey. Einmal falsch abgebogen. Totally gefickt worden. Mensch. Help. Dankeschön. Warum muss ich denn eigentlich das... immer an dieser Stelle, ne? Da krebst du auf den letzten zwei Health rum. Oh, shit. Oh, Leute. Oh, Leute. So läuft das doch nicht. Da ist ein Aufzug. Da ist eine Tür, die geht... Ach, das ist die Eingangstür wieder. Ah, ja, hab ich. So, jetzt geht dieser Aufzug. Der ging ja vorhin nicht. Lass uns da mal hochfahren. Wo?
Alter. Zu viel zu zermetzeln. 10 Herz. Okay, ich glaube, ich gehe dann wieder. Wo ist das Vieh? Oh nein! Death by Pink Demon. Leute. Ja. Ich hatte mir... Nee. Also so gut werden wir heute auch nicht mehr. Ich würde sagen, für den ersten Eindruck reicht das. Das ist John Romeros neuer Doom-Level. Und vielleicht schaffe ich ihn auch irgendwann nochmal. Das wäre ja ein Träumchen. Vielleicht schafft ihr es ja auch. Und schafft es vor mir, das hinzukriegen. Ansonsten, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Viel mehr kann da ja nicht kommen. Ne? Alle 3 Keycards und so weiter. Ein paar Secrets haben wir euch verraten. Das wäre voll der gute Level für die Kettensäge gewesen. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. War auf jeden Fall schön, dass ihr mal wieder zugeguckt habt. Und ich wollte mich mit einem Romero-Bezug verabschieden. Und zwar auf, dass der First-Person-Shooter von Herrn Romero irgendwann mal kommt. Falls nicht, in diesem Jahr kommt ja auch die Neuauflage von Doom. Vielleicht macht das ja auch gerade mal wieder Bock, da reinzuschauen. Und es wird ein bisschen besser als Doom 3, was ja recht enttäuschend war. Und ansonsten verabschiede ich mich heute mit einem feierlichen Daikatana. Ahoi. Tschüss.